Als Pädagogin nütze ich die Chance, bevor ich in den wohlverdienten Ruhestand gehe, noch einmal hier reden zu dürfen, vor euch. Es ist schon eine Ehre, wenn man solch hohen Gremien jahrzehntelang angehört und auch sieht, wie gut es ist, wenn man in Bildung investiert, weil wir alle haben das Bildungssystem durchlaufen dürfen. Das hat schon einen Sinn gemacht, warum in den 70er Jahren die große Bildungsoffensive war. Gehen wir historisch zurück und wissen dann, Maria Theresia hat das irgendwie ja ins Laufen gebracht. Sinnhaft. Manchmal stellt sich mir allerdings die Frage, wenn ich so im Medientrubel, im Medienkonsum mich hingebe und lechze nach Neuigkeiten, ja verdammt noch einmal, was tun die politisch Verantwortlichen für die Jüngsten, die Mittleren und Ältesten im Bildungsspektrum in der Republik? Leicht wäre ich verlockt zu sagen, gar nichts. Das ist aber natürlich schal, gemein und würde es auch nicht treffen. Haben wir in den 80er Jahren bereits davon gesprochen, dass Bildung der einzige Rohstoff ist, der, wenn man ihn teilt, sich verdoppelt und der Wirtschaft enorm hilft, dürften wir es vergessen haben. Der denkende Mensch stört das System und das System wird vom denkenden Menschen gestört. Das fällt mir ganz, ganz oft ein, wenn ich sehe, welche finanziellen Mittel die Regierung überhaupt bereitstellt für Bildung, und zwar für die, die gebildet werden dürfen, sollen und müssen, aber auch jene, die Bildung vermitteln. All jene, die Bildung vermitteln, denen müssen wir unendlich dankbar sein, den Kollegen und Kolleginnen. Denn ein bisschen ist so wie der kleine Prinz. Die sehen mit dem Herzen. Die gehen tagtäglich über ihre Grenzen, nur mit dem Ansinnen, wir wollen Bildung vermitteln, wir wollen den Teil der Gesellschaft flexibler machen. Wir wollen gewappnet sein fürs dritte Jahrtausend und hoffentlich für Jahrtausende, die dann auch noch kommen. Die Rolle des ÖGBs ist unangefochten ganz, ganz enorm wichtig. Gelegentlich habe ich schon den Eindruck, dass der ÖGB mit seinen Fachgewerkschaften noch das einzige Gegenkorrektiv dazu ist, dass Bildung nur mehr für die Reichen, Elitären und für manche Randgruppen so gut sind, ist, dass Bildung gelebt und ich eine gute Zukunft haben kann. Und das darf es nicht sein. Und es muss... Danke. Und es muss auch möglich sein, in einer inklusiven Gesellschaft alle Bedürfnisse wahrzunehmen. Jeder Mensch ist einzigartig und hat Anspruch und Recht auf Bildung, hat Anspruch und Recht, seinen Platz in der Gesellschaft zu haben, von Anfang bis zum Ende. Meine Vorrednerinnen haben es bereits auf den Punkt gebracht, Bildung beginnt im Prinzip ab dem ersten Atemzug. Auch manchmal kann man es sich gar nicht so gut vorstellen und sagt, na, das fängt erst im Kindergarten an. Früher hat es mit 3 angefangen, dann mit 2. Jetzt reden wir praktisch schon von 8 Wochen nach der Geburt können die Kinder zum Beispiel in die elementare Bildungseinrichtung kommen. Aber auch da haben wir einen enormen Bildungsauftrag. Generell funktioniert ja Bildung so, wir haben die, die gebildet werden und die anderen, die bilden. Und für die möchte ich heute auch ganz, ganz massiv sprechen. Kollegen und Kolleginnen, die tagtäglich über ihre vereinbarten Stundenausmaße gehen, die in ihrer Freizeit ganz, ganz viel tun, die oftmals schwer kranken, weil sie sich mehr zumuten für die Gesellschaft, als das gerüttelte Maß es überhaupt zulässt. Und zum Ende, meine Lieben, ohne Bildung keine Zukunft. Der ÖGB steht auf Bildung, setzt sich dafür ein und das heißt, wir haben eine Zukunft. Glück auf!